bin so aktionistisch veranlagt und ich mache immer ganz viele Sachen gerne gleichzeitig und bin im Kopf immer in ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das mit meinem Gehirn funktioniert, aber bedeutet eben auch, dass ich einzelne Sachen erlebe und die dann aber abhake, anstatt die wirklich zu genießen. I have survived so many times, and now I stand. And now I stand. I'm taking a trip down memory lane. Ich versuche da schon auch persönliche Geschichten, persönliche Erlebnisse zu erzählen. Trotzdem versuche ich auch immer zu überlegen, wie geht es vielleicht auch anderen Leuten in so einer Situation? Was haben andere Menschen erlebt, wenn es darum geht, zu erzählen, wo sie herkommen, wo sie hingehen? Ich finde es immer super spannend, wenn Menschen von ihren Biografien erzählen. Ganz oft ist es eben so, dass Menschen, obwohl wir es ihnen nicht ansehen, so viel erlebt haben, so viel durchgemacht haben, so viel überlebt haben, und hoffentlich irgendwann an den Punkt kommen, dass sie sagen, jetzt stehe ich hier und jetzt versuche ich das Beste aus der Situation zu machen und schaue nach vorne. Der Song ist mir persönlich super wichtig, eben weil er so viel rückblickend, aber auch nach vorne schauend und feststehend Ausdruck hat. I'm taking a trip down memory lane. Von der Stimmung, von dem Inhalt, den er hat, zur Beschreibung dieser Situation, dieser ewig langen Phase, die für uns Kunstschaffende natürlich schon ganz schön herausfordernd ist. Weil dieser Song eben auch dieses beinhaltet, okay, es ist vielleicht hart, aber ich mache das Beste aus der Situation. Ich möchte nach vorne schauen, ich möchte eine Perspektive nach vorne haben. Und da dachte ich, da finde ich den Song ganz passend. Ich finde es ein großes Privileg, was wir Kunstschaffende haben, dass wir einfach dieses Talent haben, Emotionen, Erlebnisse, Situationen, Ungerechtigkeiten aufzuarbeiten in Form von Kunst. Sei das jetzt Musik, sei das Theater, sei das Literatur, sei das bildende Kunst, Zeichnungen, wie auch immer, können wir durch das Schaffen einer Sache so viel ausdrücken. Und jeder kann dann trotzdem noch gucken, was er damit selber identifiziert, was er daraus liest, was er sehen kann, was er meint zu sehen. Und da finde ich es cool, dass wir da was beitragen können und sagen, hey, so habe ich diese Emotion gespürt, so habe ich das erlebt, so habe ich vielleicht bei anderen beobachtet und versucht, es umzusetzen, kreativ. Und jetzt ist es für dich zum Anschauen, zum Anhören, und du kannst daraus das mitnehmen, was du möchtest. Ein großes Privileg, dass ich das machen darf und dass wir Künstler das machen dürfen.